Hallo und herzlich willkommen zu dieser Mikro-Episode von Genug Wunst. Hier ist wieder Erik. Und ihr habt es ja bestimmt schon in der letzten Episode gesehen. Wir haben jetzt einen Greenscreen und darum dachte ich mir zu diesem Anlass, mache ich mal eine Mikro-Episode, wie ich erkläre, wie eigentlich das Ganze in dem Greenscreening funktioniert, wie man das im Blender machen kann, was für einen Workflow ich da jetzt benutzt habe, was man da vielleicht sonst noch so ein bisschen beachten muss. Ich mache hier einfach mal ein bisschen was von der Footage auf, die wir aufgenommen haben für diese Episode. Oder erkläre mal so ein bisschen, was halt wichtig ist zu beachten. Also wir haben halt den Greenscreen, der steht ungefähr so 1,5 Meter von André und Paul weg. Je weiter er weg steht, desto besser eigentlich, damit man keine Überläufe hier von der Farbe bekommt, weil der Greenscreen reflektiert natürlich grünes Licht auf die beiden davor sitzen. Es ist ziemlich wichtig, dass der gut ausgeleuchtet ist. Wir haben hier unten eine große Neonröhre liegen, eine große Leuchtstofflampe, die den gleichmäßig ausleuchtet, damit halt keine Schatten von Paul und André darauf zu sehen sind. Es ist auch wichtig, dass der möglichst knitterfrei ist, was wir nicht wirklich hinbekommen haben. Vielleicht hätte man den bügeln sollen oder so. Denn diese ganzen Knitter machen echt nachher Probleme, wenn man das Ganze versucht zu compositen. Ich mache jetzt einfach mal einen Blender auf und zeige mal, wie man jetzt mit dem Material umgeht. Das Greenscreening selbst passiert im Compositor. Ich mache hier einfach mal eine neue Szene ohne irgendwelche Sachen drin. Alte kann man löschen und gehe rüber in den Compositor und mache hier Use Nodes an, dass Compositing benutzt wird in der Szene. Wir haben hier ja normalerweise diese Render-Layer. Die brauchen wir jetzt in dem Fall nicht, da wir gar nichts rendern, sondern einfach direkt Video als Input nehmen. Und damit wir das auch reinbekommen, nehmen wir hier als Input ein Movie-Clip. Kann man jetzt auf Open klicken und einen auswählen. Ich nehme jetzt mal direkt das, was wir hier gerade hatten. Also das Video, die sind alle schon fertig konvertiert. Wie das geht, habe ich ja in den anderen Episoden gezeigt. Und ich packe da einfach mal einen Viewer-Node dran. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So ist das Videomaterial, wie es aussieht, wenn es reinkommt. Wir müssen jetzt noch die Länge der Szene, die wir hier haben, auf die Länge dieses Videoclips einstellen. Da gibt es leider keine wirkliche schicke Möglichkeit, das zu machen. Also habe ich jedenfalls keine bessere gefunden, als hier einfach in den Videosequenz-Editor zu gehen, Shift-A zu drücken und dann unter Add diesen Clip hinzuzufügen. Jetzt kann man N drücken, was dieses Eigenschaften-Panel hier hochbringt und da sieht man hier die Länge von diesem Clip. Es kopiert mich einfach mal mit Steuerung C und dann kann man hier runtergehen und über dem End-Ding hier einfach Steuerung V drücken und dann wirkt man das Ganze ein. Dann kann man das wieder wegmachen. Achso, es ist wichtig, habe ich jetzt fast vergessen, hätte ich fast selber den Fehler gemacht. Es ist wichtig, dass man den danach wieder löscht. Sonst wird dieser Videoclip, der hier in dem Videosequenz-Editor sitzt, das wirklich gerenderte Material ersetzen, was wir natürlich nicht wollen. Das wäre verdammt doof. So, jetzt hat man hier die gesamte Länge des Clips drin. Kann man mal durchscrollen. Suchen wir uns hier mal irgendeine schöne Frame raus, um daran das Compositing mit Screenscreening vorzuführen. Das sieht doch ganz gut aus hier. Aha. Und das Wichtigste, was wir eigentlich brauchen, und der Node, der auch die Hauptarbeit macht, den finden wir unter Matte Keying. Es gibt auch hier so ein Chroma Key, wo man vielleicht denken könnte, das ist das Richtige. Aber dieser Chroma Key Node, der macht das nicht so wirklich, wie es soll. Der Keying Node macht das Ganze sehr viel besser. Man sieht jetzt, der hat eine Menge Einstellungen. Die wichtigste aber, die man zuerst einstellen muss, ist natürlich die Key Color. Das ist die Farbe von unserem Hintergrundscreen. Die stelle ich jetzt einfach mal so ein, ungefähr wie es ist. Also hier so ein Grün, vielleicht nicht ganz so hell, was in der Art. Dann sieht man hier unten schon in der Vorschau. Das Ganze sieht schon ziemlich gut aus, was da jetzt rauskommt. Hier gibt es trotzdem noch so ein paar Sachen, wo man ein bisschen dran rumstellen kann, um das ganze Resultat noch besser zu machen. Was wir uns jetzt erstmal angucken, der Matte Output hier, das ist direkt die Maske, die verwendet wird. Die kann man auch anschließen an den Viewer Node. Und sich die jetzt einfach mal genau angucken. Man muss halt darauf achten, dass die Sachen, die weiß sind, also das, was nachher der Vordergrund wird und was wirklich nachher sichtbar sein soll, wirklich komplett weiß ist. Wenn man hier mit der Maus rübergeht und klickt, sieht man hier jetzt zum Beispiel im Fall von Pauls Hemd, das ist nicht ganz weiß. Da kommen diese beiden Sachen hier ins Spiel. Das ist Clip Black und Clip White.
Damit kann man Sachen, die nicht ganz schwarz und nicht ganz weiß sind, richtig weiß und richtig schwarz machen. Also wirklich komplett durchsichtig und wirklich komplett sichtbar. In dem Fall ziehen wir das Ganze jetzt hier ein bisschen runter, damit wirklich alle Teile von Paul komplett undurchsichtig sind. Der soll ja kein Loch hier drin haben nachher. Das Clip Black funktioniert so ähnlich, bloß halt für das Schwarze. Man kann es hier mal gucken. Es hat ja schon sehr gut gemacht. Hier im Hintergrund ist jetzt alles wirklich schwarz. Wenn man jetzt hier halt noch so ein paar hellere Stellen übrig hätte, vielleicht weil das Keying nicht so gut geklappt hat, dann kann man halt mit dem Clip Black die Sachen noch wegschneiden. Die nächsten wichtigen Optionen, die wir uns angucken, ich mache mal wieder das richtige Bild rein, es ist das De-Spilling. Und das ist eine echt tolle Sache, die Blender wirklich super tut. Das De-Spilling sorgt dafür, dass das grüne Licht, was natürlich von diesem Greenscreen reflektiert wird, aus der Szene rausgerechnet werden kann. Ich zeige mal, wie das aussieht. Wenn man das ausmacht, dann kriegen die beiden plötzlich so einen ziemlich hässlichen grünen Schein außenrum. Das liegt einfach daran, wir haben helle Lampen natürlich auf diesen Greenscreen gerichtet und dieses Licht von dem Greenscreen reflektiert sich natürlich überall hin. Das sieht man dann. Dieses De-Spilling macht echt einen super Job, da drin einfach die Farbüberläufe, die man so an den Rändern kriegt, zu entfernen. Da gibt es noch so einen De-Spill Balance Slider dazu. Damit kann man jetzt die Farbe noch so ein bisschen feintunen, die dieses überlaufende Grün hat. Also wenn man das jetzt in die Richtung schiebt, sieht man, dann wird das ein bisschen grüner. Also dann verschiebt er die Balance mehr in die Farbe, die wir rauskeyen in die Richtung. Wenn wir das in die andere Richtung verschieben, verschiebt das mehr ins Rötliche. Sieht, wenn man das zu weit schiebt, dann werden die beiden ein bisschen rot, aber man kann es ruhig so ein bisschen weiter in die Richtung schieben, damit dann noch stärker das Grün, was generell in der Szene natürlich vorherrscht, rausnimmt. Wir haben hier noch eine Einstellung, Screen Balance, die ist sehr praktisch. Auch wenn man in den Leuten vielleicht so ein paar Löcher drin hat oder sowas. Damit kann man auch die Farbe, die zum Keyen benutzt wird und vor allem welcher Farbkanal zum Keyen benutzt wird, noch ein bisschen feintunen. Zum Beispiel kann man das auch nehmen, wenn man hier so, als wenn man nicht das Clip White an hätte, wie hier bei Paul drin, wenn man das zum Beispiel noch ein bisschen verschiebt, kann man damit meistens auch noch ganz gut so ein paar unsaubere Stellen wegbekommen. Man muss aber darauf achten, je mehr man natürlich die Farbe verschiebt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es an irgendeiner anderen Stelle unsauber wird. Also da muss man echt aufpassen. Wir lassen es jetzt einfach mal hier auf irgendwie einem recht geringen Wert. Machen das Clip White wieder an. Das funktioniert hier in dem Fall sehr viel besser. Weitere wichtige Optionen, die wir hier haben, sind Delayed Erode und Feather Distance. Mit Delayed und Erode kann man die Kante, die es jetzt hier gibt, nach innen und nach außen verschieben. Ich kann das einfach mal zeigen. Positive Werte verschieben die Kante nach außen, also fügen wir noch was außen hinzu. Das kann man nehmen, wenn der halt ein bisschen zu eng abschneidet. Das Ganze geht aber halt auch in die andere Richtung. Damit kann man gerade, wenn man halt so ein paar Kanten noch außenrum hat, die nicht so ganz schön sind, kann man die damit ganz gut wegkriegen. Wenn man das zum Beispiel 3 Pixel nach innen verschiebt, sieht man schon, das Ganze wird ein ganzes Stück sauberer, als wenn man so hat. Man muss allerdings aufpassen, dass man halt nicht zu viel abschneidet. Sonst kriegen die Leute sehr schnell Löcher. Und das sieht dann halt auch nicht gut aus. Also nicht zu viel wegnehmen. Was wir noch haben, ist Feather Distance. Das funktioniert so ein bisschen wie so eine weiche Kante in Photoshop oder GIMP. Wenn wir das nehmen, macht im Grunde genommen was Ähnliches wie Delayed Erode, aber ist halt weicher. Wenn wir das jetzt nach innen ziehen, man sieht, die Verschiebung ist sehr viel weicher und auch wenn wir das nach außen schieben, kriegen wir zwar auch so einen Rand ringsrum, aber der ist sehr viel weicher und nicht so hart wie bei Delayed Erode. Das kann man halt so ähnlich benutzen, man kriegt aber halt ein bisschen schönere, weichere Ränder und man kann auch noch einstellen, wie der Verlauf davon sein soll. Das sind erstmal die wichtigsten Sachen hier zum Einstellen, mit denen man erstmal einiges machen kann. Ich nehme jetzt einfach mal zum Test ein Bild hier rein. Zum Beispiel das Bild jetzt mal, was wir auch in der Episode benutzt haben. Das war dieses hier, dieser schöne Windows XP-Hintergrund. Und jetzt nehme ich einfach mal ein Alpha-Over-Node hier rein und packe das Ganze einfach mal oben drüber. Genauso wie das auch nachher im Videosequenz-Editor funktionieren wird. Wo haben wir den? Da ist er.
packen wir das mal rein, packen das Bild hier im Hintergrund rein. Und jetzt sieht man, hier gibt es so ein kleines Problem. Der addiert das im Grunde genommen ganz komisch obendrauf. Das liegt daran, es gibt im Generellen zwei verschiedene Arten, Alpha-Informationen, also Transparenzinformationen in Bildern darzustellen. Es gibt einmal Pre-Multiplied Alpha und es gibt einmal Straight Alpha. Blender benutzt für die meisten Sachen intern Pre-Multiplied Alpha. Der Output von diesem Keying Node ist aber Straight Alpha. Und wenn man das Ganze mischt, dann sieht es total komisch aus. Man könnte jetzt hier direkt mit dem Alpha Over Node, der hat so eine Convert-Checkbox, mit dem man von Straight Alpha zu Pre-Multiplied Alpha umstellen kann. Wenn wir das anmachen, dann sehen wir, das Ganze sieht sehr viel besser aus. Und auch so ein bisschen die komischen Kanten um die beiden sind noch weniger geworden. Wenn wir das aber nachher an den Videosequenz-Editor rausgeben wollen, da haben wir natürlich diesen Alpha-Over-Node nicht drin. Und dazu gibt es praktischerweise hier unter Convert einen Alpha-Convert-Node. Da kann man auswählen, in welche Richtung man konvertieren möchte. Wir sagen Straight to Pre-Mul, also Straight Alpha, was hier aus dem Keying-Node kommt, zu Pre-Multiplied Alpha. Das packen wir mal hier rein. Und wenn man das jetzt verbindet hier, dann kann man auch das Convert ausschalten. Und wir sehen, das sieht alles ziemlich gut aus. Das hier brauchen wir natürlich eigentlich nicht. Das heißt, ich lösche das mal wieder. Das ist ja nur zu Demo-Zwecken gewesen. Und wir können dieses Ganze, so wie es jetzt ist, könnten wir natürlich rausrendern in eine PNG-Sequenz mit Transparenz halt drin. Aber dann hat man halt das Problem, dass man die ganzen Daten auf der Festplatte rumliegen hat. Was ich darum jetzt gemacht habe, ich habe diese Szene hier benannt in irgendwas Passendes. Also zum Beispiel jetzt hier Willkommen Keat. Oh, da ist ein W zu viel drin. So. Willkommen Keat. Und das Ganze speichere ich jetzt mal ab. Machen wir einen neuen Ordner. Und speichere das mal als Willkommen Blender. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann diese gesamte Szene, so wie sie hier ist, in einer anderen Blender-Szene einfach importieren. Und noch besser, man kann sie linken. Das heißt, alle Änderungen, die ich hier drin mache, tauchen dann auch gleich in der anderen Blender-Datei auf. Das ist super praktisch und ich zeige erstmal, wie das geht. Ich mache mal einfach noch einen zweiten Blender auf. Den machen wir jetzt einfach mal, sagen wir, machen wir jetzt unseren Videoschnitt hier. Ich gehe mal rüber hier in den Videosequenz-Editor. Und wenn man jetzt hier unter File auf Link geht, kann man jetzt eine Blender-Datei auswählen, die man hier reinlinken möchte. Das heißt, ich wähle die jetzt hier mal aus und der klappt die dann auf. Im Grunde genommen wie ein Ordner. Und ich kann jetzt hier unter Scene die Willkommen-Key-Szene auswählen. Und diese Szene taucht jetzt hier drin mit einem kleinen L dran, was für Linked steht, auf, als wäre das eine Szene, die hier drin natürlich selbst vorhanden ist. Und das ist ganz praktisch, weil jetzt kann ich hier einfach unter Add Scene Willkommen-Key hinzufügen. Und hier haben wir es, so wie es sein soll. Das Schöne ist, das ist jetzt mit den Alpha-Informationen zusammen, hier im Videosequenz-Editor drin. Wir müssen jetzt hier noch den Blend-Modus auf das schalten, was wir wollen. Also in dem Fall jetzt Alpha Over. Wir haben jetzt nichts, wo das drüber auftaucht. Ich füge einfach mal diese andere Szene hier hinzu, die wir jetzt hier noch haben. Und da haben wir es schon, sitzen die beiden vor einem ziemlich langweiligen Würfel. Für die eigentliche Sendung habe ich es jetzt folgendermaßen gemacht. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich mache mal kurz die Blender-Datei hier auf. Ich habe Metastrips angelegt, habe dort zuerst das Originalvideomaterial importiert. Ich hide das hier mal kurz, weil das halt einfach für den groben Schnitt erstmal ganz praktisch ist. Das ist schneller anzugucken, der muss nicht jede Frame erst berechnen. Man kann erstmal den groben Schnitt und alles machen und packt dann einfach später das Greenscreen-Gekite oben rüber und versteckt das eigentliche Videomaterial. Und dann kann man ohne große Probleme einfach das Videomaterial, was vorher drin war, durch das Greenscreen ersetzen. Ja, das war es im Grunde genommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Zeit ist natürlich kurz, um das jetzt alles zu erklären. Aber wenn ihr Fragen dazu habt, ich bin in dem GnuFunst IRC-Channel auf Freenode. Da kann ich eure Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Könnt ihr auch unter dem Video posten, da gucke ich auch rein.
Und ja, dann sieht man sich wahrscheinlich mal bei irgendeinem nächsten Tutorial oder Video. Und bis dahin noch einen schönen Tag.